Dizzy, bist du bereit? Was ich jetzt gern hätte? A Bowl. Ja, ich liebe Bowls. Aber ich kenne das noch gar nicht so lange. Erst in Amerika habe ich meine erste Bowl gegessen, den Biotrick. Dann starten wir gleich mit unserer Bowl durch. Passt. Ich habe da für uns ein bisschen Gemüse und ein Fleisch vorbereitet. Und da haben wir zwei Hühnerbrüstchen. Das Hühnerbrüstchen ist ja recht ein mageres Fleisch. Und deshalb werden wir das anbraten und dann bei niedriger Temperatur im Ofen garen. Und möchtest du mal gleich salzen und pfeffern aus der Mühle beidseitig? Ich drehe es da um. Genau, richtig gescheit. Salz, Pfeffer, ein bisschen Sesamöl drauf. Dann tun wir, ich habe sehr gern die Gewürzmischungen, zum Beispiel Ras El Hanout ist eine marokkanische Gewürzmischung. Und da kriegen wir gleich ein bisschen an Drive rein. Bitte gescheit, Salz, Pfeffer auch Jawohl. Auf dieser Seite. Schau, ich bin für das zuständig. Ja. So, auch gescheit, genau. Und sei so lieb, tun wir die Herdplatten einschalten und dann werden wir das links, rechts scharf anbraten. Jetzt tun wir das scharf links, rechts anbraten, dass es eine schöne Farbe kriegt. Und dann tun wir es im Ofen auf 80 Grad, ja, ca. 25 Minuten. In der Zwischenzeit können wir alles für unsere Bowl her zubereiten. Und wir können es direkt gleich mit der Pfanne in den Ofen tun. Okay. Haben wir schon ein bisschen Hitze, dauert es dann kürzer. Und in der Zwischenzeit werde ich schon eine Zwiebel schneiden. Wichtig ist ein scharfes Messer. Wollen wir jetzt die in Slow Motion zeigen? Dann sind wir bei meiner normalen Geschwindigkeit. Aha, ja. Beim Zwiebelschneiden. So, egal wie man zum Resultat kommt, Hauptsache am Ende kommen Würfel aus, hat er das dann. Kennst du Quinoa? Du hast ein bisschen ab und zu damit was kochen oder wirst du bekocht? Ich koche und werde bekocht. Und Quinoa ja. ist sicher einer von meinen Favoriten. Ja. Neben Reis natürlich. Mhm. Irgendwie hat man so ein bisschen eine Hemmung vom Quinoa, weil man nie weiß, okay. Wie geht das oder so? Was ein guter Tipp ist, man sagt den Quinoa durch Kochen, also generell eben so wie Reis, 1:2, aber man sagt auch, sobald der Quinoa Fäden zieht, sage ich da jetzt beim Kochen, ist er fertig. Das schaut jetzt perfekt aus, das kann man jetzt so auf das kann man jetzt so in den Ofen schneiden. Okay, passt. Perfekt. Gehst du? Ich gehe. Super. Hannes, wir haben was vergessen. Was ist los? Komm noch einmal bitte. Ich hab da vergessen. Was habe ich falsch gemacht? Nein, nichts falsch gemacht. Alles perfekt, aber ich habe da vergessen, was zu erklären. Weil so kannst du nur ungefähr sagen, wie lange es dauert. Und das ist ein Kerntemperaturfühler. Ich würde immer den digitalen empfehlen, das ist ein manueller. Aber jetzt für den Anfang einmal den manuell. Und dann tust du bei der dicksten Stelle einstellen und dann war es die Kerntemperatur. Kenne ich natürlich als Griller. Nein, aber steht ja auch auf dem Rezept natürlich. Okay. Gell? Also Händel so zwischen 75 und 80. Und jetzt tun wir das so eine. Und auf Nummer sicher gehen, weil dann siehst du die Temperatur auch noch, sind wir einfach safe. Okay, perfekt. Genau, und jetzt sind wir safe mit dem Fleisch. Ich werde jetzt nicht fragen, ob du schneiden möchtest oder rösten, gell? Weil? Das ist gerade eine Fangfrage, gell? Tun wir das bitte da rein. Und soll ich das ganze Brettl nehmen, oder tun wir das so mit dem Messer? Ja, dazu machen, ja, genau. So, und jetzt, dass wir da ein bisschen einen Geschmack reinkriegen, werden wir... Das ist Bio-Ingwer, den kann man mit der Schale verwenden. Die meisten Inhaltsstoffe sind direkt unter der Schale. Und wenn man die Schale wegnimmt, dann eben haben wir das auch verloren. Deshalb mit der Schale gewaschen, Bio-Ingwer, packen wir was dazu. Und das ist so wie beim Risotto, dass du einen guten Ansatz hast, schneide es gleich ein bisschen an Geschmack ein. Sprich ein bisschen Zwiebel, Knoblauch, schadet nie, gibt immer einen guten Geschmack. Und das ist der Ansatz quasi für unser Quinoa. Den Quinoa tut man waschen immer. Gibt schon in verschiedenen, weiße, schwarze. Mir gefällt am besten dieser Tricolore. Ingwer, so ein bisschen eine feine Schärfe. Und das tun wir wirklich nur glasig anschwitzen. Aber ich darf sagen, jetzt kann man erst nicht schwitzen, weil jetzt müssen wir das ganze Gemüse schneiden. Beim Fenchel tue ich den halbieren, den Strunk so ausschneiden. Und du kannst schon den Quinoa da dazu tun, bitte. Den gewaschenen. Und dann mit 1:2 mit einem Gemüse vor. Ich lasse ein bisschen, naja gut, das ist eine Dreizerei, aber ein bisschen was wird zurücklassen. Dann lassen wir das einmal aufkochen und dann tun wir einen Deckel drüber und lassen wir es schön, so wie ein Reis halt köcheln. Ja. Schau, die Edamame-Bohnen kannst du mal Edamame, da bitte... ich liebe sie. Fast du weggefallen? Wenn ich bei einem Asiaten sitze, ja, gehört immer Edamame davor hin. Ja, gehst gern. Magst du da her und ich schnipsel weiter für uns. Schneid jetzt die Avocado, so mundgerechte oder halt so Scheiben. Dann werde ich gleich jetzt die Limetten hernehmen, Limette oder Zitrone, ein bisschen Olivenöl. Oder Sesamöl, was man will. Ein bisschen grobes Meersalz. Kann man das ein bisschen so abmachen. Magst du Mango? Mango? Sehr gut, ja. Ja, ein bisschen Fruchtigkeit.
schauen wir mal, ob das wohl nicht so wild kocht. Oh, das kocht wild. Wenn wir hinterschalten. Mango, weißt du, in der Mitte ist der Kern, schneidet man links und rechts weg von der Mango. Und dann kann man noch eben die Seiten wegschneiden, so wie das geht. Und dann könnte man den Kindern, das lieben sie heiß, da den Mangolutscher geben. Das können sie dann ab quasi lutschen. Ja, die Mango tun wir schälen und die mundgerechte Stücke schneiden. Wie stehst du zu Koriander? Der polarisiert ja. Entweder morgen mal oder nicht. Nicht zu viel, bitte. Das können wir da rein tun, bitte. So, jetzt tun wir ein bisschen Limetten drüber. Wie geht's weiter? Und jetzt die Soße habe ich schon vorbereitet. Okay. Kannst du mir die mal geben? Genau. Da können wir schon ausschalten. Und so wie beim Reis, genau noch einmal umrühren. Und dadurch, dass wir da Zwiebel, Knoblauch, Ingwer drin haben, ist da schon ein guter Geschmack drinnen. Okay. Ein bisschen Salz können wir noch rein tun und dann lassen wir das nur mehr ziehen. Und siehst du die Fäden? Ah, ja. Siehst du das? Ja. Siehst du die Fäden da dazwischen? Ja. Die da? Ja, genau. Und so Ringerlen? Ja, das, genau. Oder? Genau. Okay. Und jetzt dann lassen wir nur mehr ziehen, den Quinoa. Und in der Soße ist relativ viel drinnen. Und kost einmal vielleicht, wenn du magst. Da ist ein Löffel. Und das ist halt eine total würzige, intensive Soße, die was wir da dazu servieren. Was trinkt man dazu? Ich würde sagen, eine Sauvignon Blanc. Du gefällst mir immer mehr, Hannes. Gute Idee, hole ich gleich mal. Hannes, ich habe uns da einen guten Sauvignon Blanc aufgemacht. Der ist schön würzig und kräftig und passt gut zu diesem exotischen Gericht mit so vielen Gewürzen. Es hat geläutet. Okay, dann gehen wir mal schauen. So, das schaut gut aus. Ja, super. Dann wirst du mir das Händel schneiden und ich werde da anfangen, den Quinoa anrichten. So, und wir schneiden mal jetzt eben diese Stärke. Genau, so in der Stärke schneiden wir das. Okay. Und dann lege ich es auf. Und dann haben wir noch eben die gute Soße und den gerösteten Sesam für on top. Schau, ziehen wir das da sauber. Das schaut halt schon schön aus, wenn man es anbratet, weil sonst ist das eben, wenn man es bei so niedriger Temperatur gart, ist das sonst blass und man schaut es nicht so geschmackig aus, wenn man es einmal kurz anbratet. Und ich weiß, du hast mir schon gesagt, du magst keinen Koriander, deshalb tun wir keinen auf. Weil es unsere Bowl. Zusammen verkosten. So, oder? Ja, super. Da ein bisschen Sesam noch auf. Und Limette, was haltest du davon, noch eine Limettenspalten aufzutun? Das auf jeden Fall. So, jetzt können wir das verkosten. Bitteschön. Dankeschön. Getraust dich? Fang du an. Ladies first. Das muss man mir nicht zweimal sagen, gell? Kein Spiel. Noch ein bisschen Limette auf. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Sehr gut. Zum Wohl. Mahlzeit. Mahlzeit.